Ich hoffe, diesmal wird es ein Flug ohne Komplikationen. Gott sei Dank. Boah, ist der cool. So eine schöne Blume. Doch, ich habe keine Lust mehr. Das ist schon die 10. Pflanze, die ich kommentiere. Langsam gehen mir die Ideen aus. Ach, Entschuldigung, aber die ist so schön. Sieht aus wie eine Eisblume. Oh, eine kleine Plastikburg, passend aufgestellt zur Wandmalerei im Hintergrund. Hm, es scheint sich um Urquhart Castle bei Inverness zu handeln. Und wenn ich Glück habe, treffe ich genau dort diesen Archäologen. Also gehen wir zu dieser Burg, oder was? Schauen uns erstmal alles an. Irgendwelche Warnungen. Uninteressant für einen Abenteurer wie mich. Andererseits, die Warnhinweise bei dem Nagellackentferner hatte ich auch nicht gelesen. Mann, war das eine Sauerei. Nagellackentferner? Zack, möchtest du uns was erzählen? Das ist ja nett. Eine aufwendige Wandmalerei. Hier ist es wenigstens nicht so trist wie auf den anderen Flughäfen. Allerdings, obwohl ich den in Mexiko auch cool fand. Mit der essenden, brechenden, essbrechenden... Chilischote? Chilischote? War es das? Monitore? Oh, das ist... Wie auf allen Flughäfen zeigen auch diese Bildschirme die aktuellen Ankunft- und Abflugzeiten. Zumindest normalerweise. Aktuell scheint da jemand Space Invaders genau. zu spielen. Das wollte ich gerade sagen, ja. Okay, gehen wir mal zum Ausgang. Hier ist sonst nichts. Auf geht's. Ach, schön. Ich bin zwar eher der England-Typ, aber Schottland ist bestimmt... Oder Irland ist auch wunderschön, glaube ich. Würde ich gerne mal hin. So, hoffentlich bin ich hier richtig. Der Taxifahrer schien sich seiner Sache recht sicher zu sein. Da ist eine wunderschöne... Och nö, nicht die schon wieder. Parallel woanders. Oh, jetzt kommt wieder die lange Pause. Du, 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 du. Ich glaube, Chroma ging's gar nicht mehr. Ich hab grad einfach drauf los. Gibt es Neuigkeiten? Gedüdet. Nein, Egger, eine unserer Züchtungen ist ausgebüxt. Favorite Cat, wie konnte das passieren? Vermutlich hat jemand, die Tür zum Labor offen gelassen. Möglicherweise hält sich das Suchtobjekt noch in der näheren Umgebung auf. Slorpik, wir müssen das sofort den King melden. Stell mal eine Verbindung her. Nichts leichter als das. Hi, this is David Fox. Sorry, Mr. Fox. I think we, he dialed the wrong number. Hey, you seem familiar. You're the guy from my dream last night. Are? Yeah, in my dream I saw you with those huge nose glasses and... some strange face on Mars, and... Was dazu viel? Ich musste ihn ausschalten. Verdammt! Jetzt gib mir endlich den King! Oh Gott. Natürlich. Oh, wie cool. Steht, Boss, hören Sie mich? Slorvik, was ist jetzt wieder los? Sorry, Chef, aber es ist ein Notfall. Wie ich gerade höre, ist eine unserer Zuchtobjekte ausgebüxt. Slorvik! Das darf doch nicht wahr sein! Evakuiert sofort das Gewächshaus und stell Wachen auf. Und verpassen können Mistbücher noch etwas von der gelben Blöre. Sie haben mir zu gehorchen. Mir allein. Jawohl, Sir. Ich veranlasse das. Slorvik! Slorvik, wie oft ihr es sagen? Was heißt das? Ich will das eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht hat das irgendeine Insider-Bedeutung und das wäre ganz schön hart. Wenn ich dann irgendwas Falsches sage. Da ist die Ruine. Die Ruine einer alten schottischen Burg. Wie romantisch. Jetzt fehlt nur noch eine schöne Frau. Wie wär's mit der hier? Mit dem Angler. Ich weiß es gar nicht. Nein, ich sag's jetzt nicht, sonst... Nö. Ein typischer einheimischer Baum. Ich sage jetzt nicht, dass ich schon wieder nicht auf die Uhr geguckt habe und es tut mir leid, ich kam gerade mit der Hand
als ich mir durchs Auge gewischt habe, an die, an das Mikro. Schau an. Der einzige Angler weit und breit. Das muss der Kollege von Dr. Levy sein. Dann reden wir doch mit dem mal, weil ich glaube sonst nur der Weg, sonst ist ja nichts mehr. Und das Boot. Das können wir uns auch noch gerade anschauen. Ein alter löchriger Kahn. Dass er überhaupt noch schwimmt, ein Schweizer Käse ist ein Witz dagegen. Was hat er gegen die Schweiz? Was soll das die ganze Zeit? Guten Tag. Psst, du verjagst mir ja noch die Fische. Sie scheinen doch eh nicht zu fangen. Beißen sie nicht? Na, dann will ich sie lieber nicht weiter stören. Boah, Leute, mein Hintern. Aua, tut weh. Oh, ich habe Bettruhe verordnet bekommen und jetzt liege ich hier im Bett mit meinem Laptop und oh, das ist echt nicht mehr schön. Beißen sie nicht? Nee, nicht wirklich. Aber ich fürchte, ich habe keine Zeit für ein Gespräch. Meine Frau habe ich heute versprochen, einen dicken Brocken zum Abendbrot zu fangen, aber bisher tut sich ja einfach nichts. Was meinen Sie, liegt's an der falschen Technik? Könnte es sein, dass Sie die falschen Köder haben? Vielleicht hat Nessie, das Monster, alle Fische gefressen. Nun, ich werde mal schauen, was es hier sonst noch gibt. Was meinen Sie, liegt's an der falschen Technik? Jungchen, kennst du diese elektronischen Fernsehspiele mit den Angeln dran? Sicher, die waren total klasse. Elektronische Angeln? Nie gehört. Nie gehört? Elektronische Angeln? Nie gehört. Naja, mit diesen Dingen habe ich Jahre geübt. Also erzähl mir nichts von falscher Technik, ja? Könnte es sein, sie... Vielleicht hat Nessie, das Monster, alle Fische gefressen. Du glaubst doch nicht wirklich solche Horrorpistolen, oder? Also so wirklich schottisch hört er sich ja auch nicht an, ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Sorgen. Könnte es sein, dass sie die falschen Köder haben? Du, das ist durchaus möglich, ne? Diese schottischen Würmer sind äußerst wasserscheu. Du wirfst deine Angel aus und plötzlich springen die mir nichts, dir nichts vom Haken. Unglaublich sowas. Davon habe ich wirklich noch nie gehört. Was machen sie dagegen? Nur, ich benutze Würmer aus Fruchtgummi, aber offensichtlich kann ich die Fische damit nicht locken. Nun, ich werde mal schauen, was es hier sonst noch gibt. Nicht viel, mein Junge, nicht viel. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem besseren Köder für ihn umsehen. Vielleicht ist er dann ja etwas gesprächiger. Also irgendwas in unserem Inventory. Gehe ich mal von aus. Aber erstmal gucken, ob was im... Hallo? Ach, ich wollte hier die Tasten nutzen. So. Okay. Es hat lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Der Kellner des Restaurants ist aus dem Weg geräumt. Dr. Levy? Oder wie hieß der? Levy? Levy? Gab mir den Rat, mit seinen damaligen Forscherkollegen zu sprechen. Einem Kerl, der sich frustriert von der Forscherei nun in Schottland zur Ruhe gesetzt hat. Also wieder eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber auch diese Herausforderung werde ich meistern. Oh yeah. Ich habe den Mann gefunden, den ich gesucht habe. Yes. Etwas seltsam, aber freundlich. Wie es aussieht, ist er nicht der beste Angler, daher soll ich ihm etwas auf die Sprünge helfen. Eventuell würde schon ein ordentlicher Köder ausreichen, um ihm zu mehr Erfolg zu verhelfen. Die Frage ist, wo ich so einen Köder auftreiben kann. Aua. Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, wir gehen mal das Inventory jetzt durch. Alles, was man essen könnte. Dann schlafen sie ein und kommen sie... Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Wieso? Dann kommen die an die Oberfläche. Sushi? Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Och, Manu. Sieht aus wie Schokolade und aus wie Nougat. Aber ich habe keinen Hunger, falls ihr das jetzt denkt. Wenn das so einfach wäre. Ich hatte schon mal bessere Ideen. Allerdings... Das
Silberfischchen? Ich sollte mir lieber etwas anderes überlegen. Wieso stand da gerade Gehe? Hat das nicht lieber nicht. Warte, das kommt dann einfach so. Nun, ich werde mal schauen, was es hier sonst noch gibt. Nicht viel, mein Junge, nicht viel. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem besseren Köder für ihn umsehen. Vielleicht ist er dann ja etwas gesprächiger.